Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir uns eine der legendären Raubkatzen geholt. Ich habe jetzt alles auf 55, 56 bis 59. Und rein in die Arena. Ja, wieder der Hinweis, ich soll doch bitte mein Pokémon stecken lassen. Ihr habt den Vorgänger von Rot. Und somit auch seinen Vorgänger. Na, hast du mal so eine prächtige Arena gesehen? Immer diese Angeber. Ja, den Surfer muss jetzt absurd tanken. Und den zweiten gleich mit. Dafür habe ich aber Blade Testing. Ja. Ist Unlicht, Stab und böllert rein. Throwback. Ah, stimmt ja. Da war ja was. Trick Room. Tja, was Schlurbleck kann, kann Relaxo ebenfalls. Nur A in 3 Level. Das ist doch Kofferschlappen! Sag ich doch, das ist Kofferschlappe! Meine Herrschaftszeiten! Da fahren wir es über den Haufen. Komm schon, sei so dumm und nutze Trick Room. Nö. Relaxo, Super Tank. Der Relaxo tankt alles. Flopeck. Tja. Autsch. Tja. Würde man sagen, dumm gelaufen. Ja, gut, dass ich offscreen nochmal einkaufen war. Versuch dich erstmal an mir. Ach, dich klatsche ich mal eben weg, Brian. Ich habe Magma nicht umsonst nach vorne gelegt. Dass er es erstmal physisch angreifen muss. Trip.
haben wir übrigens, tja, hatten wir auch mal im Team. Und Taurus. Genau deswegen habe ich Magma als Spezialangreifer reingelegt. Und es brennt. Ciao, Taurus. Auf immer Wiedersehen. Und Brian wurde besiegt. Das hat mich erwischt. Tja. Solange man das bei bösen Viren nicht sagt, ist alles gut. Oder sonst, oder Krankheiten. Ja. Miss Parfing. Ja, bei der Arena muss ich mich nicht sehr konzentrieren, dass ich nicht missparfe. Ich bin Moni und das neben mir ist, das ist Olli. Wir sind ein Doppelteam. Geht's Flux als Eingemachte? Du, Moni und Olli mit Porygon 2 und Azumarill. Ja gut, die Prio-Attacke habe ich kommen sehen. Ja, es protected sich, kann's machen. Wenn jetzt das 10 Jahr durchkommt, ist alles gut. Protect! Ach du Heilige! Der eine ist total verschossen, der andere flincht. Ich weiß, Feuerblitze heißt die Titanen, die man kann den Wächter Meere beschwören, indem man die Titanen zur Schlacht man sie treibt. Ja, ich kenne. Taubosch hat ja die Runde gar nichts gemacht. Sazina wird wohl auch gerade widerstandslos verdroschen. Ja.
Sorry, Porygon 2, aber was dein Partner kann, kann mein Pagato auch. TK und Defense Buff. Debuff, okay. Habe ich mir gedacht, dass protecten wird. Jo, erst einmal für Pflanze, falls die überhaupt mal durchkommt. Ist sowieso an Werten gedebufft, also dementsprechend komme ich dann mit dem Knirscher eh gut durch. Haha, ging daneben. Weil wenn es Azumare weg ist, dann kann ich mich endlich mal ums Heilen. Wow, es kommt durch. Ich wollte mich gerade ums Taubos Heilen kümmern. Aber es. Das war beeindruckend. Jetzt bin ich aber buff. Ich nicht. So, jetzt bringen wir erstmal Magma wieder auf die Beine. Pass auf, dass die Verlotter starr nicht die Augen kreiseln. Wenn man. Ja, bei der Arena kriegst du einen leichten Drehwurm. Auch wenn das jetzt ein hoher KP. Okay. Level up. Und ein Mogelbaum. Perfekt, Steinkante ging voll daneben, wie sich's für die Attacke zu gehören hat. Auch wenn nicht sehr effektiv, ich hoffe immer auf den Burn. Hat nämlich einen schicken Nebeneffekt, senkt den physischen Angriff. Wenn nämlich so eine gesteppte Steinkante tut weh. Wenn wir schon mal Satzenia dabei haben, was ja im letzten Kampf gar nichts gerissen hat. Es ist ein Pokémon schwindelig. Tja, dumm gelaufen, Meister. Okay, nach ganz rechts muss ich also. Weil da komme ich nämlich dann hier raus und kann erstmal hochheilen. Und saven. Ich musste mein komplettes Team heilen. Offscreen im Training habe ich noch einen Top-Beleber gefunden. Ich war ja gar nicht untätig. Ich weiß, mich hat es auch ein paar Mal schon an andere Orte verschlagen.
Komm, 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 werd fit. So, haben wir alles fit. Das ist nur so ein Sicherheitsstate. Ich mache jetzt den Part noch nicht Ende. Wir haben 15 Orden. Ja, ich habe offscreen noch ein paar Mal Käferturnier gemacht, deswegen die 80. Da bist du ja. Auf der Zinnoberhändler hatte ich ein bisschen Bammel, aber inzwischen habe ich extrem Lust drauf gekriegt, irgendwie zu kämpfen. Ja, jetzt das Gleiche sagt. Dass er sagt, der Arena hat dein Jutu zu klein als verarbeitet, was? Da müssen das ja alles ziemliche Jammerlappen sein. Aber warten wir es mal. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, ob du es drauf hast oder nur ein Schaumschläger bist. Was ist Blum? Da mache ich mir den Typenvorteil zunutze. Sonst hätte ich nicht mit Magma gegen Koko beigeliedet. Ach, er geht auch gleich offensiv ins Handwerk. So gehört, so gefällt mir das. So, mit ist der erste Top-Genesung weg. Der müsste mindestens 3-4 haben. Das Team sieht mal oben, Impagato Magma Sazenias. Ultrigaria aus dem letzten Part hat. Das Ultrigaria hat sich weiterentwickelt. Ja. Tauboss hatten wir auch schon eine Weile dabei. Und Absol, so wie Relaxo auch. Ich weiß, ich habe gegen sein Machomai eine gewaltige Schwäche. Magma, you did a great, great job. Dafür ist sein Rizeros weg. Und sein Koko war gleich mit. Somit waren es nur noch 4, weil das gegen Blau ist ein klassisches Full Match. Und das hat die Fähigkeit Schildlos. Das heißt, so Attacken wie Wuchtschlag oder Steinkante treffen immer. Glaube ich zumindest. Ich weiß, dass ich in Extreme Speed nur schwer überstehen kann, aber let's try it. Oh, hat nicht gezündet. Den Bagat dort mal eben Hälfte des Teams ausgeschaltet. Naja, Kokobai war ja schon Vorarbeit durch Magma.
Gut, dann machen wir ein paar Gato wieder fit, damit Rossi aufgehebelt. Danke, Akani. Und wir holen uns Magma wieder. Da Rizeros eh schon weg ist, ist Satsenia erstmal useless in dem Kampf. Auch wenn ich einen Crit gefressen habe. Der hat nur noch Taubos und Garados. Die theoretisch beide überwalzt werden könnten. Ein schöner, klassischer Impagator-Sweep, würde ich mal dazu sagen. Komm. Ja, Beere gezündet. Seine Rückkehr knallt aber auch rein. Aufgrund da Blau und Taubos eh schon 3 Jahre zusammen verbracht haben. Und die Zuneigung natürlich auch nicht gerade niedrig ist, wollen wir es mal so behaupten. Krit nämlich. Und jetzt Garados. Wenn du jetzt eine Nachtsam wirst, bist du Geschichte. Und das gilt für beide Seiten, sowohl für mich als auch für Blau. So, über Magma hole ich jetzt mit dem Top-Beleber gleich Impagato wieder. Wobei ich auch eine Walzer-Chain starten könnte, aber safe ist safe. Somit haben wir jetzt von 55 bis 60 im Levelbereich alles drin. Obwohl, ich starte eine Walzer-Chain, aber auch nur, weil ich es kann. Ja, ich würde auch erstmal einen Angriff erhöhen. Wenn man sieht, dass da so ein Tank steht. Dann würde ich auch erstmal die... Also, das heißt nicht, ich bin derjenige von uns beiden, der unachtsam war. Und gleich auf den Stat-Move gehen, würde ich an seiner Stelle auch machen. Oh, Flinch. Ja, gegen den Kollegen bin ich gewaltig am Struggeln, wie man sieht. Drachentanz, Kaskade, Rückkehr. Ich hoffe, ich kriege Giga Impact durch. Nice wär's.
Nein! Kaskade ist gestabbt, aber Magma hat immer noch Flammkörper. Ja. Aber naja, er hat eine Top-Genesung gezündet. Rückkehr auf zwei seiner Pokémon? Interessant. Gut, es hat einen Def-Debuff. Heißt, der Knirscher macht mehr Bums. Und Eiszahn. Erstmal drückt er mir wieder eine Kaskade rein. Und ich brenn's. Und ich brenn's nieder. Boah, lass die Verbrennung ihm endlich den Rest geben. Yes! Puh, war das eine Schlacht. Blau wurde besiegt. Ja, so kämpft also der beste Trainer, den Jotto zu bieten hat. Ja, mit der Kohle. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur jemanden wie dich verlieren? Tja, ich muss mich damit abfinden. Hier, was hast du denn verdient? Das ist der Addon. Mit diesem Morden kannst du nun die Attacke Kraxler einsetzen. Als ob das hier noch nicht genug gäbe. Hier ist da was für dich. Darin ist Bizarro enthalten. Mit dieser Attacke kannst du über kurze Dauer das Pokémon mit der niedrigsten Initiative zuerst angreifen. Bizarre Attacke, wa? Dein Name sagt alles. So, dala. Ich werde jetzt noch heilen gehen und wir sehen uns dann im nächsten Part. In Alabastia wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich sag schon mal. Aber davor, ruf Professor. Hallo, ich bin's, Professor Eich. Nein.
brauchst gar nichts dazu zu sagen. Ich weiß am besten, wie viel du geleistet hast. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen, aber leider habe ich völlig vergessen, es dir zu geben. Aber keine Sorge, du wirst es immer gut brauchen können. Kommst du doch bitte abholen. Du findest dich in meinem Labor in Alabastia. Ja, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.